So, wir steigen fließend ein. Ich merke immer mehr, wie sehr ich Kompromisse eingehen muss in Bezug auf die unterschiedliche Aufnahmefähigkeit. Und ich sage, es sind hier ungefähr ein Drittel, die Hälfte, könnten wir andere Sachen erzählen. Es sind neue dabei, ich habe gesagt, wir müssen immer Rücksicht nehmen. Wenn ihr mir geistig folgen wollt, haben wir alles gestern hier und jetzt ausgedacht, angesprochen. Es ist die erste Hierarchie, das muss sitzen. Und es ist ein Prozess, zeitlich gesprochen, raumzeitlich gesprochen. Es dauert 15 bis 20 Jahre, bis die einfachen Sätze, die ihr gehört habt, schon hunderte Male, einige tausende Male immer im Jetzt gehört habt, bis das sitzt. Man fällt immer und immer wieder in diese Vergessenheit zurück. Das ist ein Reifungsprozess. Das heißt, um das nochmal ganz klar zu machen, alles, was sich widerspricht, gehört untrennbar zusammen. Du musst dich dabei erwischen, dass du immer und immer wieder einseitig bist. Das heißt definitiv, dass Worte in dir nur was Negatives auslösen oder nur was Positives auslösen. Ich habe heute schon einen Sprachfehler. Jetzt passt auf, ganz einfach, und da schließen wir das ab. Wir können oben und unten austauschen. Komme ich noch dazu. Wenn ich jetzt glaube, der liebe Gott ist im Himmel oben, erinnert euch gestern das schöne Lied vom Christenjudentag, und dann stehen die da. Macht dir kein Bild von irgendwas da oben im Himmel. Die ganzen Feindbilder, wo in denen Scheinchristen drin ist, und nochmal, wir verfügen über das Bewusstsein, dass wir nichts und niemanden, den wir uns jetzt ausdenken, vorwerfen, dass er so ist, wie er ist. Es sind letztendlich Facetten von mir selbst rot geschrieben. Es sind alle Menschen, die du dir ausdenkst, sind Puzzlestücke von dir. Und wenn du einmal einen allumfassenden Geist hast, wenn du die rote Liebe geworden bist, dann sieht es folgendermaßen aus, dass du dich in jedem selbst erkennst. Und ich benutze unheimlich oft das Wort, dass ich sage, oft sehr, sehr überzeichnet wie eine Karikatur, wenn einer ausrastet, wenn einer voller Hass ist, wenn man an umbringen möchte. Und du stehst in einer absoluten Ruhe und lächelst und sagst, das ist eine Facette, die ich überwunden habe. Gott sei Dank bin ich nicht mehr so. Und jetzt ist es, wenn du den lieben Gott in den Himmel, ein lieber Gott ist nicht vollkommen. Das ist immer die rote Liebe. Die rote, denk dir, das Wort rote Liebe ist die Synthese, und die platzt auf in Lieben und Hassen. Jetzt rein arithmetisch ist Lieben, sage ich ganz neutral, plus. Das heißt, das liebe ich, das will ich haben. Das will ich besitzen, das will ich bei mir haben. Das ist die Liebe, die ihr ein Leben lang gekannt habt. Was euch nicht bewusst geworden ist, dass diese Form von Liebe eine Selektion ist. Dich liebe ich. Das ist eine Selektion, und in dem Moment lasse ich die anderen alle außen stehen, außen vor. Das heißt, auch hier wieder, das Plus gibt es nicht ohne Minus, weil ich muss dich ja zuerst ausdenken. Minus ist Hassen und Plus ist Lieben, blau. Und das ist einfach nur Plus Minus. Und das Ganze von der nicht denkbaren Eins ausgehen, muss die Eins erst einmal sich auseinanderfallen, eine Vielheit werden. Ich muss mir jetzt erst dann ausdenken, dass wer da ist, den ich lieben kann. Hassen, Doppel-S ist Haben. Das wird jetzt schon die Wahrnehmung einer polaren Existenz. Es ist ein ganz simples Prinzip, wenn man das verstanden hat. Aber ich sage jetzt nochmal, wenn ich sage, der liebe Gott ist im Himmel oben, da alles vom lieben Gott kommt, fällt mir etwas ein. Mir fällt etwas ein. Ich benutze meistens die Metapher El Hayom, also da steht Him, Al-Him als Buchstaben. Der Himmel ist oben, merkst du, der Himmel, unten ist auch Al-Him. Wenn ich sage, der ist unter mir, die Grundlage, wo ich drauf sitze, dann sage ich, in mir taucht etwas auf. Was ist jetzt richtig? Beides ist richtig, ich muss nur wissen, um was es geht. Genau genommen kommt es aus mir. Das ist das hier. Das heißt, ich sage, Gott ist nicht oben und Gott ist nicht unten, sondern die zwei Außenseiten, Anfang und Ende, ist in der Mitte, und es spannt sich auf. Jetzt machen wir eine kleine Hierarchie. Zigfach. Das lasse ich jetzt aber dann genug sein, und dann schauen wir uns einmal die X genauer an. Und da, es geht nicht anders. Ich wäre jetzt ganz gezielt, wenn einer die hebräischen Zeichen nicht kennt, ist es extrem ungewohnt. Und jeder, der die Zeichen kennt, da sage ich euch, wie es denen gegangen ist, jeden. Du siehst hebräische Zeichen das erste Mal und dann sagst du, das lerne ich nie, die sehen alle gleich aus.
Das ist das Schreiben, wo ich sage mit der Liliane, was noch macht mit den Zahlen. Darum beginnen die Offenbarungsbände, wo ich die Zahlenwerte hinschreibe, weil die hebräischen Zeichen sind ja auch Ziffern. Und zwar so, wie du es gewohnt bist, von links nach rechts. Da kommen gar keine, in die ersten Schriften der Offenbarung, da kommen überhaupt keine hebräischen Zeichen vor, weil das nur wirr macht. Ich benutze auch viele Worte in den ersten Offenbarungen, so wie du das gelernt hast. Das Wort für Mathematik setze ich in den Kontext, wenn du das anschaust, für Rechnen, obwohl Mathematik gar nicht Rechnen heißt. Habe ich auch zigfach erzählt. Mathematik hat überhaupt nichts mit Rechnen zu tun. Das gelernte Wissen. Arithmetik ist Rechnen. Da geht dann die Schwierigkeit los, wenn ein Riemann-Professor, wenn die sagen, wenn die mir beweisen, was mathematisch. Das heißt definitiv, wir beweisen was innerhalb unserer Logik. Das heißt, die momentane Naturwissenschaft, die du dir ausdenkst, wir haben doch gesagt, das ganze Wissen der Welt ist Basic-Logik. Wir beweisen das innerhalb unserer Logik. Die werden nie auf Windows kommen. Du musst erst einmal Sachen zulassen, wo dir die Haare zu Berge stehen. Das sind so einfache Metapher, wenn man die Gedankengänge mitgeht, dass man die verstehen kann. Aber zurück zu den Zeichen, und irgendwann siehst du dann die Zeichen und das ist ganz fremd, ist total fremd. Und ich verspreche dir, und das würde jeder bestätigen, der seit einigen Jahren, der da Spaß dran hat, dass du das normale, du willst die Zahlenschreibweise von der Liliane oft, das alte System anwendest, das willst du überhaupt nochmal anschauen, das ist so unheimlich kompliziert, wenn doch gleich die Zeichen da stehen würdet. Du siehst die Zeichen, und wenn du die Zeichen, hebräische Zeichenkette anschaust und du kennst diese kleine Tabelle mit Rot-Blau, dass du sofort die Zahlenwerte, die Symbolik und den Laut gleichzeitig siehst. Und zwar so spielerisch, wie du beim Autofahren, wenn du hier einen Führerschein 30 Jahre hast, kuppelst, schaltest, den Blinker schaust, automatisch im Rückspiegel schaust, wenn du die Spur wechselst, ohne dir Gedanken darüber zu machen. Das ist ein positiver Automatismus. Das Ganze passiert natürlich nur, wenn das auf der momentanen Film drauf ist. Darum betone ich immer wieder, du musst richtig Spaß dran haben. Beobachte dich, sag ich, wenn du meinst, ich muss das jetzt lernen, dass ich weiterkomme. Das ist alles Ego. Und jetzt machen wir noch einmal zum Abschluss die Hierarchie, die ich oft gesagt habe. Ich gehe jetzt von oben nach unten. Das heißt, wir setzen ganz, ganz oben, weil das ist jetzt der Einstieg für die Ichs. Wir setzen ganz, ganz oben, setzen wir irgendwas Ausgedachtes. Das ist die oberste Schicht. Es gibt ja immer wieder, du hast im Meer, wenn du Wellen siehst, im Klassischen gibt es in der Akustik Grundwellen. Die allertiefste Grundwelle ist Ebbe und Flut. Das kriegst du nicht mit. Aber genau genommen ist es eine Welle, die genau einen Dachdauer traumzeitlich gedacht hat. Das heißt, das Wasser geht hoch und geht wieder runter. Wenn wir jetzt von diesem Tag, ich sage mal, 5 Sekunden rausschneiden, dann wirst du feststellen, dass diese Linie von Oszilloskop ein Strich ist. Und da sitzen jetzt Wellen drauf, und auf den Wellen, wenn man das dehnt, sitzt nochmal was drauf. Die sich auskennen, die wissen es, und wenn man es nicht, müsst ihr nicht unbedingt wissen. Wir fangen ganz oben an, und das ist das, was in die in Erscheinung tritt, was man sehen kann. Und ich kann nicht oft genug sagen, sobald du, Geist, irgendwas in irgendeiner Form zu sehen bekommst, brauchst du ja Unterschiede, du brauchst Kontraste, bist du extrem in diese Lebensstruktur hineinfokussiert. Beispiel, ein Bild, Beilet heißt im Kind, beziehungsweise in mir ist eine Lichtöffnung, BLD, L ist immer Licht, D ist Öffnung, ich mache nur blau. Ein Bild, das du vor dir hast, besteht aus Tausenden von Worten. Kann man normal nicht verstehen, erkläre ich ganz einfach. Ich nehme jetzt irgendein Bild, ganz einfach, entweder Haus, eine Landschaft, irgendwas. Dann hole ich einen her, ihr denkt einfach mit, müssen wir nicht machen, der sieht dieses Bild, ihr seht es nicht. Und er muss euch jetzt dieses Bild beschreiben mit Worten. Er sagt jetzt zum Beispiel, ja, da sind 2 Häuser drauf. 2 Häuser. Wie sehen die aus? Das heißt, umso mehr Worte, wenn er jetzt versucht mit Worten, das, was er in seinem Kopf hat, denkt an gestern, hier und jetzt. Das Bild, das optische Bild, das er in seinem Kopf hat, will er in euren Kopf übertragen. Und ihr werdet feststellen, umso mehr Worte er benutzt, umso genauer wird das Bild in euch in Erscheinung treten. Stimmt oder stimmt? Das heißt, ich sage jetzt ganz einfach, ein Bild beinhaltet unendlich viele Worte. Es bleibt dasselbe Bild, und umso mehr Facetten, ihr kriegt 2 Häuser, Giebeldach, Fachwerk, wie ist das Fachwerk? Und du merkst jetzt, umso mehr ich das nur verbal beschreiben muss, kannst du das immer mehr optisch
dir vorstellen, kannst du das in dir aufbauen. Umgekehrt, gespiegelt ist es so, dass ein Wort unendlich viele Bilder beinhaltet. Berlin. Alles, was du jetzt überhaupt denkst. Ich sage immer mal, ich habe in irgendeinem Buch oder in einem Vortrag habe ich mal gesagt, Hitler. Ein Wort. Ja, jetzt setz dich hin und schreib alles, was du über Hitler weißt. Wenn du das jetzt magst, setzt du dich hin. Wir machen das einmal als Gedankengang und du wirst feststellen, du fängst zum Schreiben an. Und je nachdem, wie sehr dich das Thema interessiert, 2 DIN A4 Seiten, 3 DIN A4 Seiten, bringst du so viel zusammen? Du? Schwierig. Merkst du, es schon wieder hängt von einem Programm ab. Jetzt ist aber interessant, dann sagst du, ich weiß mehr, weiß ich nicht. Ich garantiere dir, jeden Einzelnen von euch, ich spiele euch rund um die Uhr eine Woche lang Filmausschnitte und Bilder ein, die alle mit Hitler zu tun haben und du musst dir eingestehen, das habe ich schon mal gesehen. Es ist so unendlich viel in euch drin im Hintergrund, dass ihr gar nicht mitkriegt. Stimmt oder stimmt? Das heißt, wir haben jetzt genau wieder so ein Spiegelphänomen. Alles, was sich widerspricht, gehört untrennbar zusammen. Der liebe Gott ist einseitig, außer du weißt, was rote Liebe ist. Der ist Lieben und Hassen gleichzeitig. Der Traum, der Geist, der nicht denkbar ist, ein Geist, der träumt ohne zu schläfen, der schläft ohne zu träumen, der ist ja schon was Ausgedachtes. Diese Trinität bauen wir auf. Also wir beginnen ganz oben mit irgendwas Ausgedachtes, das heißt, was du zu sehen bekommst. Ich reduziere das jetzt, dass ich einfach einmal sage, das ist ein Gedanke von dir, eine Information, die natürlich auch sinnlich wahrgenommen sein kann, real sein kann, ist genauso eine Information von dir. Das entsteht durch einen Denker bzw. durch einen träumenden Geist. Das Erste, was wir jetzt erkennen, der Denker ist mächtiger wie irgendein Gedanke, weil der Denker bestimmt, wie der Gedanke ist, vorausgesetzt, der kann es bestimmen. Der träumende Geist kann das natürlich nicht bestimmen, aber ist er dafür verantwortlich, dass die Gedanken so sind, wie er sie träumt. Mein einfaches Einfallspinselbeispiel, wo ich sage, ein Pinsel malt ein Bild und es wird so sein, wie er es malt, auch wenn er sich nicht raussuchen kann, was er malt. Das ist es, wenn ich sage, egal was du denkst, egal was du anschaust, egal ob das nur feinstofflich ist oder ob das real sinnlich wahrgenommen wird. Es ist nur dann da, wenn du es denkst, es ist genauso, wie du dir es denkst und wenn du es nicht mehr denkst, ist es wieder weg. Das ist ein 100%iges Faktum. Das heißt, du bist an allem schuld und dann doch wieder nicht schuld, weil wenn ich sage, du bist schuld, fällt die andere Seite. Ich führe euch in die Vollkommenheit, eine Welt, wo keiner mehr da ist, der nur Frieden haben will. Weil er erkannt hat, wenn nur die Sonne scheint, wie lange halten wir das aus? Es trocknet alles aus, mit einer momentanen Logik wohlgemerkt. Das heißt, diese Welt ist immer dasselbe Satz. Holofeeling ist ein vollkommen neues Weltbild, so wie Windows ein vollkommen neues Betriebssystem ist mit ganz anderen Möglichkeiten. Das Himmelreich ist für euch genauso wenig vorstellbar, wie du ein Baby in der Matrix, in der Mutterleib, im 8. Schwangerschaftsmonat in irgendeiner Form was von deiner Welt erklären kannst. Das ist meine Schwierigkeit zurzeit. Auch keine Bedingung da, es wird passieren, schon aufgrund der Tatsache, dass du mir jetzt zuhörst. Das, was mir jetzt aber zuhört, ist weder ein Gehirn noch Ohren. Also hör auf, dich mit den Gedanken von dir selbst zu verwechseln. Und immer dran denken, ihr solltet mittlerweile mitbekommen haben, das, was ich euch erzähle, ist weder ein religiöses, noch ein esoterisches, noch ein naturwissenschaftliches, materialistisches Geschwätz. In deiner momentan ausgedachten Welt gibt es nur tiefgläubige Materialisten. Ob das Moslems sind, ob das Christen sind, alle glauben, sie wurden in der Vergangenheit von einem Säugetierweibchen geboren, sie brauchen Geld zum Überleben und so weiter und so weiter und so weiter. Das sind die Fehler in dem Traumwelt, in dem Führerscheinprüfungsbogen. Der Denker ist mächtiger wie der Gedanke. Das ist These, Antithese. Wir können das Subjekt und Objekt nennen. Und jetzt ist wichtig, Subjekt und Objekt hat auf einer tieferen Ebene, ich gehe jetzt nach unten, auf einer tieferen Ebene eine Synthese, wo beides was vollkommen Neues gibt, so wie Kreis und Dreieck zu einem Kegel waren. Wir können das natürlich jetzt umdrehen und das nach oben gehen lassen, aber ich bleibe extra bei dem Gedankenwellenbeispiel. Und diese tiefer liegende Ebene, wo die Synthese jetzt da ist, die ist auch eine Welle. Das heißt, sobald du dir die Synthese denkst, ist diese Synthese auch wieder bloß entweder Subjekt oder Objekt. Pass auf, mal ein kleines Beispiel. Wir haben einen Denker, der denkt sich viele Sachen aus, der denkt sich viele Menschen aus, aber er sagt jetzt,
ich bin bloß einer dieser Menschen, die ich mir ausdenke, die anderen bin ich nicht. Obwohl er sich ja sich selbst und die anderen ausdenkt. Das ist eine Form von Unbewusstsein. Und die zwei, dieser Denker mit seinen Gedanken auf einer tieferen Ebene, wenn zu einer Synthese, das ist jetzt das, ich nenne das mal zuerst das Unterbewusstsein, weil es drunter liegt. Dieses Unterbewusstsein begeht denselben Fehler. Das Unterbewusstsein, was ich denke mir zwar viele Denker aus, aber ich bin bloß einer dieser Denker. Dazu kommt jetzt die positive Hälfte. Das ist das Überbewusstsein, dem in der Selbstbeobachtung seines eigenen Unterbewusstseins bewusst wird, wie das da oben ausschaut. Jetzt haben wir ein Unterbewusstsein und ein Überbewusstsein, das wir jetzt als These, Antithese setzen. Und jetzt gibt es noch eine tiefere Ebene, das ist ein Geist. Ich nenne das einfach mal Geist. Ein Geist denkt sich Unterbewusstsein, Überbewusstsein als These, Antithese aus, so wie sich dann das wieder aufdenkt. Das ist diese, im Klassischen findet ihr das bei Hegel. Die Triaden. Der sagt, hier definitiv Subjekt, Objekt wird dann zu werden. So nennt sich das, sehr kompliziert zu lesen, Hegel, gut alter Freund von mir. Das ist HGL. Hegel ist die Welle. Das Wort Hegel. Es ist ein Programm, die Menschen, die ihr seht, werden genauso generiert, wie wenn ihr euch in Schreck oder die Monster AG anschaut im Kino. Das sind nur Zahlen. Es ist jetzt genau, wenn ihr auf der tieferen Ebene, in einem der Updates in den Holofeeling-Ordner, habe ich das, die Übermittlung noch mit einem alten Modem. Das ist nur... Das ist das, was eigentlich übermittelt wird. Im Anfang war das Wort. Jetzt ist so eine Sache mit Wort. Du musst es immer reduzieren, bis du zu die Bits runterkommst im Computer. Die Bits im Computer ist eigentlich Allgemeinwissen, ist nur ein und aus. Bündchen und Strich. Ich mache jetzt... Die Eltern haben das schon mal gehört, das ist ein Morsecode. Was ist denn eigentlich auf einer DVD drauf, so wie ihr euch eine DVD vorstellt? Was ist denn da drauf? Bündchen und Strichen. Das ist ein Morsecode, die Bündchen und Strichen in gewissen Sequenzen eingeteilt, Buchstaben, die wieder eingeteilt geht, Worte. Und aus diesen Bündchen und Strichen entspringt ein eventuell 3D-Film. Vollkommen von allein. Im Anfang war das Wort, kriegt plötzlich eine vollkommen neue Dimension, weil es ein anderes Weltbild ist. So, und jetzt schauen wir uns die X an, da setze ich mich jetzt dazu hin. Das ist also eine Schrift, die kann man finden. Ich will euch mal zeigen, weil etlich... Nimmst du auf, bitte? Nein. So. Gott sei Dank. Schau, es ist wieder der Beweis, wenn mich einer nicht bewusst ausdenkt, ist man nicht unbewusst. Das Schöne ist immer, in einer höheren Ebene werdet ihr nur schmunzeln. Viele haben Probleme, die die Sachen nicht lesen. Da will ich auch noch was dazu sagen. Ich weiß, die meisten von euch hören die Selbstgespräche mittlerweile, die haben es nicht so mit dem Lesen. Ihr werdet merken, das ist eine Reifestufe. Und ihr könnt durchaus glauben, ihr seid 65, ihr seid total unreif und dann habe ich einen 20-Jährigen, der in Bezug auf das Verstehen der Schrift wesentlich reifer ist. Aber auch das können wir wieder spiegeln, weil das nicht wichtig ist. Das heißt, ich kann durchaus einen Computer benutzen und muss nicht wissen, wie die Programme funktionieren, aber was ich wissen sollte, wer ich selbst bin und wie ich eigentlich mich zerdenke. Ganz bewusst jetzt an diejenigen, die das mit den hebräischen Zeichen nicht verstehen. Versucht euch bewusst zu machen, dass immer wieder dieses, das verstehe ich nicht, euch eigentlich blind macht. Ich erkläre das jetzt ganz, ganz einfach. Wenn ich zu schnell bin, soll irgendeiner, der meint, das ist zu schnell, Stopp sagen. Ich will möglichst viel Informationen rüberbringen in deinen Kopf und ich erkläre eigentlich nur das Wesentliche, da habe ich nämlich zwei Sachen, ich habe eine neue Tabelle gemacht, dass ihr da ein gewisses Gefühl dafür kriegt, dieses Rot-Blau-Schreiben, das ist im ersten Moment so verwirrend, wenn das eigentlich, sag ich mal, wenn ein Update auf dem Redo sein Blog einer das erste Mal sieht, der mit Holofeeling nie was gelesen hat, der schaut es an und sagt, was ist das für eine Scheiße und macht es wieder weg. Ist vollkommen logisch. Wenn du dich damit beschäftigst, wirst du feststellen, dass hier, ich behaupte einmal mit Sicherheit, gut 50, 60 Mann drin sind, wenn die jetzt eine normale Schwarz-Weiß-Schrift lesen, die können gar nicht mal anders, die sehen sofort die Farben, ohne dass die Farben da sind. Ne? Das geht, das, die Einteilung wird aus dem Kontext wird vollkommen klar. Das ist natürlich jetzt hier, wenn solche Sachen rot-blau lesen, I rot, die 22er Tabelle, das hier ist Gott, göttlich, das Kleine, der kleine Gott genau genommen,
S haben wir drei verschiedene Möglichkeiten, weil im Hebräischen können drei verschiedene Buchstaben als S ausgesprochen werden. Die kannst du dann austauschen. Ich habe schon mal gesagt, das T, es gibt zwei T. Ich sage mal die Ziffern, das 400 und die 9. Das ist das Taf und das Tet. Das symbolisiert Erscheinung, die 400 oder Spiegelung. Es ist jede Erscheinung ist eine Facette in dem Spiegel drin. Darum klingen die gleich. Die Spezialisierung kommt erst in dem Moment, wo man das hebräische Zeichen sieht. Im Deutschen kann man das nicht darstellen, das kannst du austauschen. Das S kann ein Zayin sein, das heißt Selektion, es kann ein Zamech sein, das ist Raumzeit. Das heißt, wo befindest du dich jetzt? Bei dir zu Hause vor dem Computer in dem Blindfeld. Und es kann ein Linkspunkt, die das Shin sein, dann heißt es Sinn. Eine Sinuserscheinung ist eine Gedankenwelle, eine raumzeitliche Erscheinung. Das ist das in deinem Gesichtsfeld real oder eine raumzeitliche Spiegelung. Das heißt dann abtrünnige Überdrehung. Jetzt denkt wieder, ich habe hier Spiegel hüben, Spiegel drüben, eine kleine Lampe. Ich wäre jetzt diese Lampe und ich schaue in den Spiegel rein und hinter mir ist auch ein Spiegel. Dann sehe ich vor mir unendlich viele Lichter. Man kennt den Spiegeltunnel. Ich sehe, boah, sind das ein Haufen Lichter. Jetzt denke ich, ich bin ein Licht in einem innen verspiegelten Tetraeder und ich schaue in mich rum und ich sehe unendlich viele Sterne. Könnt ihr euch vorstellen? Das sind alles Geistesfunken. Der über dem System steht, wo ich euch hinführe, der schmunzelt und sagt, du Depp, du schaust bloß dich in unendlich vielen Facetten an. Meint ihr, wenn ich einen von euch ausdenke, dass ich irgendwas Fremdes sehe? Habe ich nicht schon so oft gesagt, jeder von euch jetzt personifiziert, ist eine eigene Lebensgeschichte, ein eigenes Buch. Ich bin das, was du sein wirst, wenn du aufgehört hast, zu glauben, dieses eine Buch zu sein. Ich bin das Bücherregal. Dein Leben habe ich schon längst gelebt. Das ist, wenn ich zum Beispiel zu manches sage, wie du vor 30 Jahren bei dem Udo in deinem Buch warst, vor 30 Seiten weiter vorne. Ich hätte dir das jetzt schon erzählen können, dass wir hier am 27., am 26. in Blindfeld sitzen. Das wäre aber sinnlos gewesen, weil du hättest das überhaupt nicht verstanden. Natürlich ist das jetzt alles ausgedacht, weil du eigentlich ein ganz anderer bist, du kennst die Leute gar nicht hier, weil du vor dem Computer sitzt und das erste Mal hörst. Du bist wieder, aber trotzdem, der Geist, der mir jetzt zuhört, und das bist eindeutig du. Aber dieses Du bzw. dieses Ich ist unpersönlich. Erst durch die Dummheit, dass du dich mit einem Gedanken von dir verwechselst, wo du sagst, das bin ich und die anderen bin ich nicht, gehst du in die Vergessenheit. Gut, dann haben wir D. Blaues D ist Öffnung, blaues A ist Schöpfung oder Augenblick, wenn wir 70 setzen. Ich weiß jetzt, wenn einer die Zeichen erkennt, ist das verwirrend. Das geht mit den 22 Zeichen, wird das irgendwann klar. Das Grundprinzip zu lernen. Was hat Bedeutung, wenn es dunkel blau ist? Pass auf, das sieht jetzt, siehst du, interessante Frage, das ist rein zum Schreiben. Wenn ich das dunkler mache, könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, wenn ich selber darüber nachdenke, ich verdichte das. Es ist die Darstellungsform, kann man austauschen. Was wichtig ist, das Rot, wieso ich Rot mache, Rot ist nämlich, Adam heißt auch Rot. Und die Farbe Blau auf Hebräisch schreibt sich Kafkol. Chol heißt das Weltliche. Chet El heißt das Weltliche und ein Kaf vorher heißt immer wie in der hebräischen Grammatik. Das ist ganz normales Hebräisch und Kafkol heißt wie das Weltliche. Jetzt merkst du, wieso ich hier einen Gott setze, der immer ist, immer. Und der schmeißt Gedankenwellen auf und es sind raumzeitliche Erscheinungen oder Spiegelungen und es wird eine geöffnete Schöpfung, die jetzt hier raumzeitlich in Erscheinung tritt. So liest man das. Das Dunkel habe ich bei einigen Schriften, ich gebe jetzt deine Antwort, dass ich hier, du könntest es eigentlich zuerst einmal noch viel feiner stufen, dass ich hier bei einigen Schriften, das wirst du jetzt dann sehen, kleine Stellen nochmal drunter in Klammer erkläre, was das Hebräisch heißt und dass einer, der anfängt zu lesen, dass er sofort sieht, diese Radixen, das kommt jetzt dann gleich, wenn man reingeht, ist genau das Dunkle, erkläre ich unten nochmal mit einem dunklen DA dann auf Hebräisch geschrieben. Das heißt, das sind nur Hilfestellungen. Gut, jetzt schauen wir da mal kurz rein. Schaut, jetzt ist im ersten Gedanken, das ist eigentlich, der erste Satz ist relativ uninteressant, aber jetzt mache ich hier mal einen Sprung für die Insider in Du bist ich. Ich mache das hier übrigens in Echtzeit, das heißt, ich habe nichts vorbereitet, ich rede sowieso immer frei, genauso wie du mich ausdenkst. Da müssen wir jetzt ganz kurz einmal, da nehme ich jetzt einmal den hier.
Und jetzt suche ich, ich habe jetzt die Stelle grob, aber ich weiß jetzt, da ist unser Elke, die ist da, hier und jetzt, das ist ja nicht, da haben wir es doch schon. Das ist jetzt das zweite Buch aus diesen ersten acht. Die Menschwerdung, und ich lese jetzt ganz kurz ein wenig vor und geht einfach den Gedankengang mit, was ich erkläre. Die gesamte Vers 14 wird in der Einheitsübersetzung folgendermaßen übersetzt. Das hier dargestellte Teilstück habe ich herausgestellt. Einst ging Ruben zur Zeit der Weizenernte Weg und fand auf dem Feld Alraunen. Luther übersetzt übrigens dieses Alraunen mit Liebesäpfel. Alraunen, das ist ja im Original Hebräisch. In Du bist ich mache ich noch praktisch kein Hebräisch. Hier jetzt in einem Beispiel, das kommt jetzt richtig, also wirklich bedeutet dieses Teilstück, das ist jetzt, das wird hier, dieses hebräische Stück wird eins gegen Ruben zur Zeit der Weizenernte, steht in der Tora so. Wir können jetzt in die Original, in den Tenach reingehen, dann kann ich euch das zeigen. Aber ich will es euch deutsch erklären, wie das funktioniert. Soweit die Hieroglyphen aufgrund ihrer verschachtelten Komplexität direkt ins Deutsche übertragbar sind, das ist ein Computercode, das ist ein gezipptes Programm. Die klassischen Übersetzer teilen diese Zeichenkette in Worte ein und jedes Wort, wie Krebs, hat unterschiedliche Bedeutungen. Ihr habt das gesehen in Gematrie Explorer und da wird jetzt durch Vokalisation wird jetzt festgelegt, wie du das auszusprechen hast. Das ist praktisch, wenn wir jetzt unser PNJM nehmen, Pnim kann ich ja nicht sagen, wenn ich Panim aussprich, im Langenscheid steht dann nur Gesicht, Ansehen, Aussehen. Wenn ich dasselbe Penim, das wird genau ohne Vokalisation gleich geschrieben. Wenn ich Spenim ausspreche, heißt dasselbe Wort das Innere, Innerstes. Das ist dann, wenn du zum Beispiel eine hebräische Tageszeitung liest, eine hebräische Tageszeitung ist ohne Vokalisation. Das heißt, du hast die Vorstellung, dass wenn du in Israel bist und da sitzen welche im Kaffee und lesen ihre Zeitung, dass die das so lesen können, wie du das liest. Krasser ist es noch in China. Ich bin da oft drauf eingegangen. Die chinesischen Schriftzeichen, wenn du weißt, wie das aufgebaut ist, das ist ein vages Wischiwaschi, diese Extreme, was du hast, wenn du eine Zeitung liest, diese präzisen Vorstellungen. Wenn du zum Beispiel in der Tora, kommt ja sehr oft das Wort Jahr vor. Jahr. Das ist dieses berühmte Shin und He, ganz, ganz wichtige Radix. Schau her. Das, was jetzt rot geschrieben ist, das findest du in jedem Wörterbuch. Das rot geschrieben. Die anderen sind Rückübersetzungen, gehe ich nicht genau drauf ein. Das ist jetzt das erste Mal, wenn wir das rot-blau lesen, schaut, ihr müsst, wenn du die zeigen hast, kannst du das erste Mal rot, das rote Shin heißt, symbolisiert den göttlichen Logos. Die 50 ist das bewusste geistige Sein. Dieses rot geschriebene Sein ist der Geist, der mir jetzt zuhört, dass ich nicht selber denken kann. Sobald du an dich denkst, an was denkst du, wenn du an dich selbst denkst, dann fängt irgendeine Vorstellung zu existieren an, die aus dir heraustritt, die du jetzt anschauen kannst und sagst, das bin ich, das ist das Existierende. Okay? Das ist aber jetzt das rot geschriebene Sein, das bist du selbst. Und die 5 ist rot geschrieben, die Quintessenz. Das ist das Zentrum, das ist das Lämmchen in dem Tetraeder mit den 4 Seiten, das ist die 1-4-Struktur. Wenn wir es blau lesen, das heißt jetzt bewusst, was wir uns ausdenken, dann wird aus der 300 eine Logik, das ist logisch, die kann ich mir ausdenken, ich kann mir gewisse logische Systeme ausdenken. Oder das N wird jetzt zu einer Existenz oder etwas Existierenden, das kannst du umformen und das He wird zu einer Wahrnehmung. Gut? Und jetzt pass auf, hier haben wir das Ja, den Schlaf, das Anderssein, das Lernen, das Verschiedensein und das Wiederholen. Das ist übrigens bei weitem noch nicht alles. Wenn ich jetzt 5, 6 oder 10 verschiedene Hebräisch-Wörterbücher aus verschiedenen Sprachen nehme, dann kommen diese Rückübersetzungen zustande. Und jetzt habe ich Kommentar. Shin, Nun, He. Das ist, das Shin setze ich jetzt rot. Da setze ich den Logos und das Nun, He setze ich als logisch existierende Wahrnehmung. So funktioniert das Prinzip. So kommst du in die tiefen Ebene. Jetzt wird ein Ja, jetzt machen wir das deutsche Wort und das nenne ich Hebraisieren. Hebraisieren, wir machen daraus hebräische Buchstaben. Da ist jetzt J-A, kann man, das A kann ein H sein, das heißt der Schöpfergott. Und HR heißt die Wahrnehmung seiner Berechnung, wenn wir es blau machen. Darum steht jetzt hier göttlicher Schöpfer, J-A, rot geschrieben. Und die HR machen wir die wahrgenommene Rationalität, Ratio ist Berechnung. Ein rotes R ist Rosh, der Buchstabe heißt Rosh, das heißt Kopf. Dann wäre er vorne im Schöpferkopf, Beroshit. Jetzt, wenn ich das so schreibe, durch, das ist ja Deutsch,
ist ganz einfach, dass ich hier darauf hinweise, dass wenn du jetzt DUR eingibst, das ist erst einmal eine geöffnete, aufgespannte Berechnung. Das wäre jetzt das in Blau gelesen. Darum sage ich, ihr müsst es nicht wissen, wenn ihr es nicht habt. Ich sage es dazu, wenn du jetzt den Vortrag nochmal hörst und nochmal und dich interessiert und du hältst an und du gibst das ein, was du feststellst in der Rot-Blau-Tabelle, ist genau das drin, was ich immer sage, was die Zeichen bedeuten. Das heißt, es wird ein Klartext. Jetzt hast du eine Generation, übrigens auch die R, das Geschlecht, das wird in der Bibel meistens als Geschlechter. Die kommen und gehen und kommen und gehen, Sohn vom Sohn vom Sohn vom Sohn. Geboren, die Fantastischen Vier. Insider wissen, was ich meine. Ein Video, wobei Deus Gott ist, wie Deus. Gut, das gilt dann auch, wenn du solche U oder Waff dazwischen hast, merkt es euch nicht, kannst du eigentlich rausschmeißen und du wirst feststellen, dass sich nicht viel verändert. Bodenbelag, Generation, Geschlecht, Muschelmarmor, Wohnen. So, das Jahr heißt auch Schlaf. Jetzt pass auf, der göttliche Schöpfer erzeugt wahrgenommene Berechnungen. HR für sich alleine im Hebräischen, wenn du das eingibst, ist der Berg. Berg, eine Berg, Gek, Gek, wissen die das GG, das hebräische Wort GG, wenn wir 3-3 eingeben, heißt das Dach. Du fängst jetzt an, es wird etwas ausgedacht. Das heißt, da oben auf dem Dach, das ist übrigens der geöffnete Bruder auch, die Deckplatte des Räuchersaltars, D-Eck, ein geöffnetes Eck. Jetzt wird es ein Flachdach auch. F, flach, Gott kann es nicht, G ist eben. Okay, wenn wir aus uns etwas heraus, H eben. Wir sind gerade auf dem Bergplatz, jetzt ausgedacht, hergelaufen und dann steht ein großer Zulieferer für hier das Hotel und da steht drauf Kupfer und Sohn. Toni schmunzelt sofort. Dann kommt die Elge dazu und dann sage ich, jetzt hebranisieren wir das erst einmal. Kupfer heißt Nachaschot. Nachasch heißt Schlange. Nachaschot, übrigens das Wort Schlange, diese Schlange heißt auch Wahrsager. Und Sohn, das deutsche Wort, schreibt sich auf Hebräisch Weben. Das heißt, das ist ein Waff. Das Und hängt immer am nachfolgenden Wort dran im Hebräischen und Ben ist der Sohn. Jetzt passt auf, interessant. Zuerst einmal Ben, der Sohn, ist eine polare Existenz. Es heißt hier im Requiem, in Gedichtform, Gott, UB, ist allein. Der ist allein und es will er nicht mehr sein, darum denkt er sich einen Sohn. Dass er dann und wann wie jeder Sohn mit seinen, wie jeder Vater mit seinem Sohn spielen kann. Jetzt ist der Sohn ist dieser JCH, das ist doch der Gottessohn. Dieser Gottessohn aber, der genauso wie jeder andere sein Leben vorwärts lebt und rückwärts zu verstehen anfängt, der sagt irgendwann, hey, ich bin ja eins mit meinem Vater. Und dann wird aus dem nicht denkbaren UB der Ich-UB. Jetzt habe ich aber wieder dasselbe Problem, dass ich wieder allein bin, also muss ich mir jetzt irgendwelche Brösel ausdenken, das sind die roten Ichs. Jetzt spricht das JCH zu dem ICH. Interessant ist, J ist der 10. Buchstabe im deutschen Alphabet, in unserem gewohnten Alphabet, und I ist der C, der 9. Buchstabe. Neu N ist die 9. Existenz und die 9 steht für eine Spiegelung. Wenn ich dich anschaue, schaue ich mich an. Es geht mir darum, dass ihr erahnt, dass das ein ganz strenges arithmetisches Muster ist, das weit über alles, was ihr bisher an definitorischen, esoterischen Systemen, ob das Astrologie ist, es ist eine Falle und doch wichtig, sonst hätte ich es nicht erschaffen. Ist interessant, ich zeige euch in den Originalschriften von Paracelsus, die wir uns jetzt ausdenken, den es nie gegeben hat, ist eine Märchenfigur ist. Der war ja mit einer der Begründer der Astrologie zu einer Zeit, wo das heliozentrische Weltbild noch gar noch nicht bestanden hat. Und da steht ganz klar hier, sage ich in mein Altendeutsch, ihr dürft nicht glauben, dass das Siderische, das Gestirn, sich um euch rumdreht, es ist inwendig in euch. Es sind immer dieselben Sätze, du bist ein träumender Geist, du denkst dir das aus. Du bist immer, du Geist bist immer ohne Anfang und Ende. Du wurdest nie in der Vergangenheit geboren. Wo kommst du her? Ja, ich wurde von meiner Mutter geboren. Du verwechselst dich schon wieder mit einem Gedanken von dir. Und wo der herkommt, bestimmt deine Logik, die du in deinem Schwamminhalt vorfindest, die man dir erzählt hat an der Schule. Ihr merkt jetzt schon, wenn ich ein Wort, ich sage, wenn es in Ich Bin du heißt, wenn du meinem Menschen so ein einziges Wort gibst, es ist eigentlich ein 500-Seiten-Buch sofort da, wie wenn ich dich frage, kannst du rechnen und du sagst ja. Wo fange ich an bei euch Duisbattel?
Milch gab ich euch zu trinken, weil ihr feste Nahrung noch nicht verstanden habt. Das ist die feste Nahrung, ist die drinne, die auf dem Hochhaus, wo der dann fragt, kannst du Hubschrauber filmen? Und dann kommt der Neo ganz einfach und sagt, nee, ich lasse mal das Programm schnell einspielen. Das ist wie, ich muss schnell ins Internet. Internet ist Gott, puff, und dann ist es da. Wo meint ihr, wo der Udo das Wissen her hat? Ja, von dir, das passiert jetzt mit dir, du hast bloß vergessen, wer du bist. Gut, jetzt pass auf, jetzt mache ich gleich, dass das ein wenig lockerer wird. Ich könnte jetzt das durchziehen, aber ich habe so viele Gedanken, wo wichtig sind. Wir holen uns doch mal wieder so einen Schwätzer her. Was nennt man da für einen? Der gibt positiv und negativ. Du wirst gleich merken. Habe ich denn, wo habe ich denn? Haben wir denn bei den Schwätzer oder bei den Physiker? Bitte? Es sind, pass auf, alle, die du dir ausdenkst, wenn wir das jetzt durchgehen, es sind Gedanken. Du musst irgendwann einmal, na machen wir doch hier, danke. Wir machen zuerst einmal den Treppermann, ein ganzer lieber, ganz tolle Bücher über Märchen, über Tiefenpsychologie. Das Problem in deiner Welt gibt es nur tiefgläubige Materialisten. Ich habe schon gesagt, wenn du hier welche hast, ob das Pfarrer sind, egal wer das ist, was die glauben, sie sind Trockennasenaffen, sie trauern, die reden die einen, man muss doch trauern, wenn einer stirbt. Das ist so unendlich krank, du bestimmst es. Egal, du wirst mit Erscheinungen konfrontiert, die vollkommen wertfrei sind. Egal, was in dir auftaucht, die Grundwelle ist vollkommen wertfrei. Stell dir mal vor, du sitzt da, du hörst Klingelingeling. Dann wirst du, ob du willst oder nicht, mit deinem Mom-Programm wieder an die Haustürglocke klicken oder an den, wir sagen mal, ins Telefon. Ich lasse jetzt das weg, was du, jetzt kannst du in dich reinschauen, was du dir erklärst. Wenn du träumst und du befindest und du weißt nicht, dass du träumst, du sitzt in der Küche und kochst und plötzlich hörst du das Klingeln, dann wirst du an das Telefon denken. Du kannst dir hundertprozentig sicher sein, dass dieses Telefon, das in deinem Traum klingelt, nicht deshalb klingelt, weil da irgendwo außerhalb von dir einer ist, der dich anruft. Du konstruierst Vergangenheit. Und jetzt pass auf, ich sage, das war das Beispiel hier, heute Morgen beim Frühstückstisch hier und jetzt ausgedacht natürlich und jetzt immer dran denken, du hörst jetzt Worte, ich teile dir Worte mit und die Worte lösen in deinem Kopf Bilder aus. Ganz subjektive Bilder. Und ich sage jetzt, wenn jetzt das klingelt und du gehst hin und du sagst Kienberger und dann hörst du, ach, Entschuldigung, falsch verbunden. Okay, legst es wieder auf. Ich sage dieselbe Situation, du gehst hin und sagst Kienberger und dann hörst du Polizeidirektion Gmunden, ich habe eine traurige Mitteilung zu machen, die ihre Tochter hat einen schweren Unfall gehabt. Es sind doch genauso Geräusche, es sind doch nur Geräusche. Geräusche aus einem quäkigen Telefonhörer und dann schau mal, was für ein Feuerwerk an Interpretationen in dir abläuft. Und du kannst dich nicht dagegen wehren. Das ist Psychologie. Jetzt schauen wir uns hier mal an. Ist natürlich schon sehr interessant, schau, ob jetzt das da rote Fahnen sind, wo Halbmonde drauf sind. Türkei, 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 Türkei. Ob da rote Fahnen sind und Hakenkreuze drauf sind. Oder das hier, das ist Mob. Das jetzt hier sind Pixelmännchen. Es sind Pixelmännchen. Ich muss immer mit meinem derben Humor, habe ich schon ein paar Mal gesagt, gestern, dieser schöne Christenfilm, wo der Text wunderschön war. Wir können auch in ein Rockkonzert gehen. Oder wir springen mal auf den Petersplatz bei der Weihnachtsansprache vom Papst, die Tierchen, die einen anhimmeln, wenn du in die Gesichter reinschaust. Oder dann in die Rockkonzerte, diese berühmte, oder im Fußballstadion, die Aola-Welle. Das sind wie Mikroorganismen. Ich sage immer, das, was du Menschen nennst, der Massenmob, ist kein Einzelwesen. Es ist immer in einer Gruppe integriert, irgendwie die schöne Welle im Fußballstadion. Ich werde es einmal sehr derb für euch. Könnt ihr wieder schauen, wie der reagiert. Wenn ich das dann sehe, wenn ich ein Rockkonzert sehe und ich sehe dann diese Massen, die hier, oh, 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 das ist ungefähr so, wie wenn ich als Gott, als junger Gott mich hinstelle, mache, das sind meine Samenfädchen. Das ist ein Symbol. Ich springe, ich habe ein paar Mal schon gesagt, in deiner momentanen jetzigen Logik sieht es folgendermaßen aus. Als Mann, wir reden jetzt rein wieder in der normal gewohnten, anerzogenen Wissen, als Mann stößt du im Laufe deines Lebens Milliarden von Samenfädchen aus. Jedes dieser Samenfädchen trägt in sich die Potenz, ein Mensch zu werden. Die Grundvoraussetzung,
dass ein Mensch wird, er muss das Ei finden. AI. Das Ei. Und er muss mit dem Ei eins werden. Wie war das nochmal? Ich bin eins mit dem Ei. Dem Schöpfergott. Ist interessant, die Sprache, dass ich euch erkläre, das, was ihr Naturwissenschaft nennt, sind symbolische Bilder in einem Traum. Das ist jetzt ein Traum. Habt ihr denn immer noch nicht begriffen, dass kein Unterschied ist, ob du dir Märchengeschichte ausdenkst oder was real siehst? Es ist genauso eine Information in deinem Kopf. Haben wir gestern laufend darüber gesprochen. Jetzt weise ich nochmal darauf hin, es ist ein Prozess, wo ihr mindestens 20 Jahre braucht, je nachdem wie alt ihr seid, bis ihr checkt, was ich euch erzähle. Das sind die Aha-Effekte von der Helene dann hier, die 13 Jahre in der Rente ist, die sagt, du hast es vor 20 Jahren schon erzählt. Das wird dir so brutal bewusst, wie einfach das ist. Es ist so unendlich einfach. Also gut, unser Samenfädchen findet das Ei. Jetzt könnte ich natürlich einen derben, lustigen Ein... Ich bin ja ein Dreckschwein. Ein Dreckschwein. Viele von euch, es sind ein paar neue da, mache ich eine ganz einfache Frage. Was ist der Unterschied? Ich bleibe jetzt dabei, habe ich nicht gesagt hier, dass das Ich bin, auf Englisch I am, Pronomen, ein Buchstabe ausgedacht, ich bin ein Bornomen. Jetzt pass auf, was ist der Unterschied, ob dir eine weiße Frau oder eine schwarze Frau einen bläst? Ich weiß dir sagen, die weiße Frau macht es aus Liebe, die schwarze hat Hunger. Jetzt mache ich den zweiten Teil. Wir sind jetzt unsere Samenfädchen und jetzt ganz, was lustig ist, ich finde, ihr lernt viel mehr, wenn ihr lacht. Jetzt machen wir den zweiten Teil. Wenn ich jetzt sage, wie viele Samenfädchen hast du ausgestoßen? Ja, Milliarden. Wie viele sind davon? Was waren? Sind bei dir? Bloß der Versorger? Der Psycho! Und was ist mit den anderen? Die sind puff. Jetzt pass auf, eure normale Logik sagt, ein Samenfädchen hat eine Überlebensdauer von 3 bis 4 Tagen. Wenn die dann nicht das Ei findet, ist es aus und vorbei. Was ich dir damit sage, Samen in der Natur, in deiner ausgedachten Welt ist Überfluss. Jetzt denk an den Pollenflug, an allen. Es ist ein unendlicher Überfluss und die Selektion ist extrem streng. Ist übrigens da in einem gewissen Maß total falsch erklärt im Darwinismus. Du musst die Symbolik verstehen, es gibt bloß jetzt. Also gut, weil das so streng ist, ist natürlich jedes Samenfädchen zuerst einmal bestrebt, als erster das Ei zu finden. Ihr kennt das Spiel, wir haben hier ein Ei aus den Fotos, ich will es jetzt nicht herholen. Und letztlich kommt ein Schwall von Samenfädchen und dann hängen hier unheimlich Hunderttausende von Samenfädchen um den Ei rum und versuchen den Kopf reinzubohren. Jetzt denkt ihr an eine Erdkugel, wo ein Haufen Trockennasenaffen drauf sind. Das sind ganz wenige, die versuchen, hier eins zu werden mit dieser Erde. Und der Erste, der es schafft, in dem Moment verkapselt sich das und alle anderen haben verloren. Also gut, wir denken uns jetzt einmal zwei Samenfädchen, XY-Chromosome, und die eine sagt hier, das eine Samenfädchen sagt hier, ich wäre eine Ärztin, ich wäre eine Ärztin. Der andere Samenfädchen sagt, nein, ich wäre ein Physikprofessor, ich wäre eine Ärztin. Die schwimmen um die Wette, jeder will als Erstes auf das Ei hinkommen. Okay, plötzlich kommt mit einer Riesengeschwindigkeit von hinten der Semmelbrösel und sagt, ihr Depp, ihr seid in der Speiseröhre. Das ist der zweite Teil. Jetzt pass auf, jetzt hören wir wieder ernst. Ihr merkt, man kann lachen. Das, was ich euch mit Lachen mitteile, hat eine unendliche Tiefe. Wir gehen jetzt in den Sprung, dass hier das Ei eins geworden ist. Und was entsteht? Jetzt entsteht ein Mensch. Okay? Dieser Mensch ist einer von Milliarden von Menschen. Der lebt jetzt nicht 3 bis 4 Tage, sondern im normalen, sagen wir 80, 90, 100 Jahre. Es gibt aber eine Möglichkeit. Er muss das Ei finden. Der Mensch, der im Laufe seines Lebens mich in sich findet, und darum sage ich doch, du bist ein Auserwählter, der geht dann wieder auf eine höhere Ebene und dann gibt es keine Zeit mehr. Das passiert am Anfang vom 3. Jahrtausend. Erinnert euch an die Kurve. Puff. Du musst dir jetzt nur bewusst machen, wenn du hinschaust, was du siehst. Jetzt machen wir da weiter.
Schau die Physiognomie an. Die Texte, wenn du die Bücher liest, das sind wirklich ein ganz liebenswerte. Wir denken uns den jetzt aus. Immer dran denken. Keiner, den wir uns jetzt denken, jetzt in dem Moment uns denken, der kann anders sein, wie wir ihn denken. Und ich muss jetzt auf eine Ich, rotes Ich, auf eine Ebene kommen, dass ich beobachte, was redet mir mein Ego ein, der im Fahrstuhl, was suggeriert er mir? Aber hört, was er spricht. Oh ja, Putin bedroht den Weltfrieden. Die Rüstungsausgaben Russlands liegen bei 80 Milliarden Dollar. Das ist unglaublich. Klein Moment, ich habe nämlich hier, habe ich den Blick? Ja, den habe ich richtig geschickt. Wusste ich jetzt nicht. Nochmal. Befiehl. Aber gerade befiehlt man den USA 500 Milliarden Dollar plus den Milliarden, die nötig sind, das Aufspähprogramm der NSA weltweit. So, lass mal genug sein. Wo weißt du das alles her? Das habe ich aus das Buch heraus. Jeder Wasser besteht aus Wassermoleküle. Habe ich aus das Buch heraus. Das, was er vom Hörensagen kennt, verwirklicht er in seinem Kopf. Und denkt sich das aus. Und der Witz ist, da du ein Gott bist, kannst du das sogar materialisieren. Ich sage jetzt nochmal zwei Wörter. Ich sage jetzt der Eiffelturm und ich sage die Arche Noah. Oder das Kreuzfahrtschiff Aida und der Turm zu Babel. Und jetzt ist ganz wichtig, jetzt schau in dich rein, ob du glaubst, dass das unabhängig von dir da außen ist, wenn du nicht daran denkst. Wenn du das im tiefsten Innern glaubst mit einem Programm, kannst du auf deinem Videofilm das aus dem Programm in das Gesichtsfeld holen und realisieren. Wenn du es nicht glaubst, geht es nicht. Mein Seehofer-Beispiel im Fickenstall. Seehofer. Dadurch jetzt davon ausgehe, dass dein momentanes Programm sagt, den gibt es da außen. Wenn du den materialisieren willst, die Hand geben willst, musst du nur genügend Energie reinstecken und dann wird sich der materialisieren. Du wirst ins Internet gehen, schauen, wo der nächste CSU-Partei doch ist. Dann wirst du hinfahren, wirst dich vordrängeln und in die Hand geben. Wie sieht es aus, wenn du jetzt an Jesus denkst? Solltest du überhaupt an Jesus glauben? Wenn du glaubst, den gibt es schon lange immer, weil der vor 2000 Jahren gestorben ist, wirst du erst gar nicht versuchen, den zu verwirklichen. Abgesehen davon ist ein riesengroßer, im Namen ein riesengroßer Unterschied, der Jesus von Nazareth ist ein ganz normaler Trockennasenaffe, eine symbolische Figur, ein Protagonist in einer Märchengeschichte. Ich sage, ich bin Jesus, es hat aber nie einen Jesus gegeben, weil in der Vergangenheit kann nichts sein. Vergangenheit ist ein Gedanke, den ich jetzt denke. Jesus von Nazareth, Nazur, wenn wir das jetzt das Wort Deutsch hinschreiben, zu heißt zu Form werden, eine Existenz, eine existierende Form. Und existiert tut in dem Moment was, wo du das aufhörst und dir denkst. In dem Moment, ob das jetzt feinstofflich ist oder feststofflich ist, spielt keine Rolle. Das Wesentliche an diesem Jesus von Nazareth ist das Symbol Christus. Der Christus. Ich habe da unten nicht Jesus in meinem Zeichen drunter stehen, an diesen XOB-Zeichen, sondern das ist das Christuszeichen. Christus wiederum ist griechisch und es heißt im Altgriechischen eigentlich nur reiben. Das wird dann übertragen mit Einreiben von Salben. Ein Einreiben mit Salben. Reiben. Rei heißt Spiegel, Ben heißt Sohn bzw. polare Existenz. Salben wiederum, rot geschrieben, es heißt Bewusstsein, all heißt Gott, das Bewusstsein Gottes. Die Salbe. Dasselbe haben wir im Buddhismus. Der Buddha ist im Prinzip nur ein anderes Wort für den Christus. Der Siddhartha Gautama entspricht jetzt einem personifizierten Namen eines Protagonisten, das in Erscheinung tritt in Märchengeschichten. Herr Dr. Warnke, es gibt viele Hinweise dafür, dass unsere Gedanken und auch unsere Gefühle das körperliche Wohlbefinden stark beeinflussen. Stichwort Psychosomatik. Was Psychosomatik ist ein schönes Wort, weil das normalerweise nur griechisch übersetzt wird. Psyche ist der Geist und Soma ist der Körper auf Griechisch. Wenn man jetzt das griechische Wort Soma minimal im Lateinischen ist, Somnus ist der Traum. Wenn ich das jetzt gleichzeitig denke, ist Soma, Somnus, heißt Psychosomatik, heißt, der Geist erlebt einen körperlichen Traum. Was sind aus Ihrer Sicht die Zusammenhänge dafür? Also wir können ein ganz einfaches Beispiel aus dem täglichen Leben nehmen.
Ich rede jetzt. Mein Geist als Wille. Geistloses Geschwätz. Mein Geist. Das, was man besitzt, ist man nicht. Einfache Sätze, hört auf meine Regeln, das, was man besitzt, ist man nicht. Diese Kleinigkeit macht alles, was jetzt kommt. Und jetzt hat er sich schon entlarvt, dass er ein Geistloser auf ist, der bloß nachhilft. Prinzipiell ist es jetzt einfach einer, den wir uns ausdenken. Und wir wissen ja, wenn wir uns einen ausdenken, der kann nicht anders sein, wie wir uns ihn ausdenken. Nicht, Dani? Die Ani, ein geöffnetes Ani. A-N-I, ein schöpferisch existierender Intellekt. Oh, seid so nett, ihr seid lieb. Merkt ihr, hier zuhören, das ist der Heilungsprozess, was ich mit euch mache. Es wird alles komplett anders, ohne dass ihr was verändert. Ihr habt gesagt, wenn ihr Worte habt, kriegt ihr aufgrund dieser Worte, ob ihr die hört oder lest, kriegt ihr Vorstellungen. In dem Moment, wo du Holofeeling hast, wird aus denselben Worten oder Geräuschen komplett andere Vorstellungen. Das war übrigens gerade diese etwas bonomendeftige Geschichte, für welche, die es nicht kennen, Sigmund und so, die alten Almener Leute sind etliche da. Ich habe in Almener waren bloß Esospinner da, 90% bei dem Vortrag. Dann habe ich gesagt, mich interessiert bloß der jetzt zuhört. Der Rest ist eh bloß Filmmaterial. Das sind vielleicht 2, 3, habe ich gesagt, 4, sollen es 4 sein, die mich interessieren. Und dann habe ich langsam, weil ich will ja wirklich versuchen, das auszureizen, und am dritten Tag, das hat 3 Tage gedauert, habe ich solche derbe Witze erzählt. Und die haben gelacht, wie ihr gelacht habt. Und dann sage ich plötzlich, stopp. Und dann sage ich, garantiere euch, wenn ich das, was wir die letzten 5 Minuten gemacht haben, was ich gesprochen habe, was offensichtlich extreme Freude in euch ausgelöst hat, weil manche die Tränen runtergelaufen sind vor Lachen, sage ich, wenn ich genau den Vortrag so angefangen hätte, dann wäre nach 5 Minuten 70% von euch sofort aufgestanden und rausgegangen und gesagt, das soll der Menschensohn sein. Was ist mit euch in 3 Tagen passiert, dass ihr über dieselben Worte plötzlich so herzhaft lachen könnt? Das ist wie bei vielen, wenn ich meine Donis nehme, wenn ich immer, wenn du weißt, wie alt die sind, und du, ich sage dir, die gehen nur jedes Jahr Skifahren, was nehmen wir die für ein Zeug? Ja, Udo. Ein Jungbrunnen. Ich gebe dir vom Wasser des ewigen Lebens zu trinken. Du musst mir bloß vertrauen. Jetzt hören wir mal weiter. Steuert dabei Materie. Jeden Augenblick meines Lebens. Jedenfalls im Alltagsbewusstsein. Und nun ist es interessant, man kann sozusagen heruntermarschieren, was elementar passiert eigentlich dann. Und jetzt weiß man, die Nerven und Muskeln sind verantwortlich, damit ich jetzt reden kann. Und dabei entstehen sogenannte Aktionspotenziale. Da werden Membranen verändert. Und das machen Proteine. Und diese Proteine sind Moleküle mit bestimmten Verbindungen. Und ich muss jetzt mit meinem Geist, mit meinem Willen in diese Verbindung rein, damit die Proteine in der Membran sich so ändern, dass ein Aktionspotenzial entstehen kann. Das heißt mit anderen Worten, jeder Gedanke. Ich erspare euch, es wird dann ganz heiß, dann entstehen Elektronen. Merkt ihr, dass der 1 zu 1 Sachen, jeder Professor an der Universität, jeder rezitiert 1 zu 1 und im Hintergrund schwingt immer mit das raumzeitliche Weltbild. Das Vorher, das Woanders, das Außen. Und du musst dich davon lösen, indem du begreifst, dass du mal, ich bin der, der das jetzt als Information in seinen Kopf zu sehen bekommt. Und wir lassen es leben, die Rolle unangetastet. Ich sage immer wieder, hüte dich, dich verändern zu wollen. Wenn ich dich anders gewollt hätte, hätte ich dich anders erschaffen. Das ist der Sprung, ist, du musst zum Beobachter von dir selber werden. Was Ausgedachtes, egal was, die 4 Stufen der Vergessenheit. Was Ausgedachtes hat keine Gefühle. Nicht zu niemandem, den du dir ausdenkst. Egal was du denkst, hat Gefühle, kann irgendwas erfahren oder kann sich raussuchen, wie du dir das ausgedacht hast. Es sind Gedanken. Ein Gedanke, den du dir denkst, der ist nur, wenn du ihn denkst, und der ist so, wie du glaubst, dass er ist. Und wenn du jetzt an einen Menschen denkst, ich mache mal ein Spezi-Beispiel, jetzt ein positives mit seiner Katrin, wo ich sage, wenn du jetzt zum Beispiel glaubst, dass deine Katrin auch dann da außen rumläuft, wenn du nicht an sie denkst, das musst du dir bewusst machen. Und jeder von euch kennt jetzt irgendwelche Menschen, Kinder oder Eltern oder egal was. Und euer jetziges Programm suggeriert euch, dass die auch dann da außen sind, wenn du sie nicht denkst. Ich sage, nein, wenn du sie nicht denkst, sind sie bei mir. In der Einheit. Alter Satz, was meinst du, wie gut es angeblich hungern in näheren Kindern geht, wenn du die nicht denkst? Was nicht existiert, kann nicht hungern.
Und wenn was zu existieren, Tier, zu existieren anfängt, dann wird es sich so fühlen, wie du denkst, dass es sich fühlt. Weil du das bestimmst. Das ist dir unbewusst. Darum sage ich, das Erste, was du wegstreikst ab jetzt, ist Mitleid. Du musst so ein eiskalter Hund werden wie ich. Die müssen die Menschen, die du denkst, weil du erkennst, dass das nur vergängliche Gedanken sind, müssen dir so am Arsch vorbeigehen, wie sie mir am Arsch vorbeigehen. Wer mir überhaupt nicht am Arsch vorbeigeht, das ist der Geist, der mir jetzt zuhört. Das ist nämlich ein Teil von mir. Und man kann auf der obersten Ebene, können wir unser Spiel spielen, ganz normal. Mitleid, was bringt Mitleid? Wenn du mit irgendjemandem Mitleid, die Sympathie, es geht doch dem, wenn es ihm überhaupt irgendwie gehen würde, geht es denn doch nicht besser, wenn du mitleidest? Ein wirklicher Geist erkennt plötzlich, was das für ein sinnloser Mechanismus ist. Übrigens, sinnlos heißt, ein Sinus wird losgemacht. Die Sinuswelle wird losgemacht. Mitleid bringt nichts. Da musst du jetzt immer Gedanken machen, es verbessert nichts. Lass die Toten ihre Toten begraben. Das sind alles Strukturen aus katholischen Kirchen, aus Materialismus, Ärzte, die irgendwas retten wollen. Das ist, wenn ein Kind mit 9 Jahren stirbt, das ist ein Hyperintelligenter, der durfte ein paar Klassen überspringen. Ja. Da ist nichts schön. Nur die nicht loslassen können, die das, was zurück will in die Heimreit, ins Himmelreich, wollen die möglichst lange in dieser Erdhülle, in diesem Totenreich belassen. Und das wird euch eh nicht gelingen. Die ich heimhole, hole ich heim. Und was bloß KI sind, künstliche Intelligenzen, ist eh bloß Todesmaterial. Man passt sich an diese KIs an. Diese alte Geschichte, wenn du jetzt immer wieder, wo ich auf Computerspiele zurückgreife, das ist nicht, dass die Jugend sich unterhält. Jetzt 75 Millionen Mal runtergeladenes Pokémon innerhalb von wenigen Sekunden. Ihr sumpft, die Masse sumpft immer mehr in die Geistlosigkeit ab. Die Leute glotzen nur noch auf ihr Handy. Du siehst überhaupt keine, die sind nur noch im Internet. Und wichtig, ich habe so und so viel Freude bei Facebook. Jetzt, wenn du wieder meinst, dass ich das negativ meine, ich habe das erschaffen. Wenn ich es nicht gewollt hätte, das sind die Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Meint ihr, dass die Klickzahl an einem YouTube-Video, wenn du die Holofeeling-Videos anschaust, wenn die nicht schon seit 5, 6 Jahren drin sind, dann bringen wir es vielleicht auf 4, ich habe schon ewig nicht geschaut als Udo, aber wenn da mal 800 oder 1000 sind, jetzt ist ja der schon eine Ausnahme, die richtig guten, Gangastal, Milliarden, oder irgendwie, wo halt angeklickt wird von der Masse. Breit ist der Weg der Masse in die Verderbnis. Wenn Millionen von Fliegen Scheiße fressen, fresst Scheiße. Willst du eine Fliege sein, ein Bezelbub? Jetzt, wenn ich aber sage, wir haben ein Video von einem YouTube-Video, haben wir 800 Klicks oder 1000 Klicks, sage ich vorsichtig geschätzt, dass von den 800 Klicks, die da drauf sind, 700 Klicks Leute sind, wie ihr es ausmacht, ihr klickt ein Video an, es läuft zwei, drei Sekunden und dann klickst du es wieder weg. Das war ja ein Klick, der gezählt wird. Das heißt, ich sage, die YouTube-Videos, die Holofeeling-Videos, die schauen vielleicht 200 Mann an. Das Rare ist das Wesentliche. Ich sage immer wieder, du wirst dazu hier einen wirklichen Menschen, einen Geist, den ich wach mache, unter deiner Masse von Menschen, so selten finden wir einen geschliffenen Diamanten in der Erde. Ein Diamant ist ein Kristall. Und nur, was dich vorher beeindruckt hat, habe ich euch gestern hier und jetzt gedacht, nicht versprochen, dass ich dir die Maske vom Gesicht reiß, dass ich dir zeige, jetzt, ich zitiere mich einmal wieder selber, zeig mir die Weißen deiner Welt und ich werde dir zeigen, dass es hochgradige Idioten sind. Es sind Äffchen, die nachäffen. Es sind, ich nenne das auch immer gern Rezitierchen. Die träumst du jetzt und die können sich nicht raussuchen, dass sie von dir geträumt werden und du träumst, du kannst sie nicht raussuchen, was du träumst. Das macht dein Programm. Und jetzt bin ich gekommen, dir zu sagen, was, um was es eigentlich geht, dass du die Fehler erkennst. Ob das Treppermann, all die Idole, die du dir ausdenkst, das wird sehr blass. Es sind ganz wenige. Wir schauen uns jetzt mal welche an, die da wenn besser drauf sind. Kennt ihr auch? Spiel mal nur an, bloß dass der Gefühl kriegt, wie es auch anders sein kann. Ist nicht mehr da, siehst du, den haben wir uns jetzt gleich sparen. Offensichtlich lösen sich die Guten sehr schnell auf. Machen wir doch den, der ist bestimmt nur da. Ah. Den habe ich jetzt aus Versehen gelöscht.
Peinlich. Ja. Gut, dann nehmen wir den hier. Pass genau auf. Ich sage immer wieder, wenn es den Renz geben sollte, der hat es wesentlich, jetzt hast du mal verstanden, der hat keine Ahnung, der spielt ja gern mit Worten, wenn das schon mal einer gehört hat. Aber das, was jetzt kommt in dem Interview, müsst ihr genau zuhören und ich erkläre das. Das ist aber noch lange nicht das Holo-Feeling, die Programmmatrix, die ich euch jetzt zeige, die ist vollkommen neu. Dieses System ist ein vollkommen neues System. Das ist eben, dass die Dora, beziehungsweise das Deutsch-Hebräisch, du hast keine Chance, nicht eine einzige Chance, auf die höhere Ebene zu kommen, wenn du nicht Deutsch verstehst. Das ist jetzt übrigens wurscht, ob du jetzt ein Schweizer, Österreicher bist oder ob du ein Schwarzer bist, der in Kenia geboren ist. Wenn du musst Deutsch sprechen können. Dann kannst du sagen, ja, aber dann kann ja kein Türke und kein Basser ins Himmelreich kommen. Ich sage, Gedanken, die du dir denkst, das sind alles Gedanken, die du dir denkst. Es kommt nicht einmal der Jesus, wenn er nicht Deutsch spricht, ins Himmelreich. Wahrlich, ich sage dir, ehe Jesus war, war ich. Aufpassen. Ist das etwas, was du bei jemand anderem, der so eine Todeserfahrung gemacht hat, kannst du das wahrnehmen? Ist das so etwas, kann man sich da unter... Jetzt pass auf, ganz wichtig, eine Todeserfahrung löst in dir sofort wieder eine Vorstellung aus. Die Worte Tod, Töten und Sterben. Mit deiner momentanen materialistischen Programmierung, ich mache mal ein anderes Wort dafür, heißt auflösen, vergehen. Jetzt ist aber interessant, dass das Wort Tod heißt so viele. Nietzsche, als Atheist gescholten. Nietzsche, einer der Größten, alles groß, ein großer Denker. Gott ist tot. Der sagt eigentlich, Gott ist alles. Die sagen, ihr glaubt nicht an Gott. Du solltest mal die Tagebücher von lesen, nicht nur den, als er sprach Zarathustra. Das ist reines Holo-Feeling. Wenn du das mit Holo-Feeling liest, ist es reines Holo-Feeling, bloß anders ausgedrückt. Sterben haben wir SD, raumzeitliche Erscheinungen erben. Es sind die Worte bedeuten, geistreich gesehen, genau das Gegenteil. So wie geistreich gesehen, du niemals sagen wirst, ich stamme von meiner Mutter ab. Die stammt von mir ab. Wir drehen genau die Seite und du brauchst beide Seiten. Ich sage nicht, dass das Richtige ist. Das geistreiche Sehen ist das, was du hier und jetzt überprüfen kannst. Die materiellen Erklärungen sind Vorstellungen, die noch nie einer gesehen hat. Das geistreiche Sehen ist das, was der Erste dir erzählt, was jedes Kind hier überprüfen kann. Ihr kriegt das langsam mit, was ich meine, hoffe ich. Und die materialistischen Erklärungen sind die Erklärungen vom Zweiten, die mir brannen, wo sich dann dieses und jedes bildet. Sterben ist SD, raumzeitliche Erscheinungen erben. Das ist deine Traumwelt. R heißt auf Hebräisch erwacht, erweckt und Ben singulare Existenzen. Sind deine Gedankenwellen. Und da gibt es so viele, die Gedankenwelle, wir haben eine Nulllinie, wir machen mal O von der Seite gesehen und da ist oben eine Erscheinung und unten eine Erscheinung. Und die sind immer gleichzeitig. Nochmal, es kommt jetzt erst der Berg und dann das Tal. Das ist ein Atmen in einem gewissen Maß. Natürlich schon wieder beim Atmen sagst du hier, du atmest aus und du atmest ein. Manche von euch lasse ich jetzt erinnern an den Haramain. Wo die schöne, wo in der Physikvorlesung drin ist, ein ganz dickes Standardphysikbuch und dann wird das Universum wird dargestellt und das ist so ein Karikaturmännchen und das bläst einen Luftballon auf und dieses ausgedehnte, dieses sich ausdehnende Universum symbolisiert er. Luftballon und er war noch ein ziemlich junger Student oder Doktorand und eine hochgradige Professorin und dann geht er hin und deutet in dem dicken Standardwerk der Physik, deutet auf das Männchen, das den Luftballon aufbläst, who is this guy? Jetzt ist hier ein Problem, dass das eigentlich, wenn wir das jetzt uns bildlich vorstellen, so wie ihr euch einen Menschen vorstellt, mit Lungen, dass er praktisch seine Luft im Innern nach außen bläst. Und ausatmen, das ist Brahma. Vishnu, Brahma, Shiva. Es wird eine Welt ausgeatmet und eine Welt eingeatmet. Originaltext, Up, Ani, Schaden. Wir haben schon ein Dach, Schaden wir zwei, nicht Ani. Dach, schreibt sich auf Hebräisch GG, Gag, haben wir gerade gehabt. Wir können, das ist 3-3. Wir können nicht, wenn ich 3-3 hinschreibe, kann ich auch 33 lesen, dann wird daraus GL, L ist 30, Gall heißt die Welle. Wenn du einmal die Grundprinzipien hast, du kannst nicht mehr anders, egal wenn du anfängst, Deutsch-Hebräisch, entwickelt sich, iteriert sich aus einem einzigen Wort eine komplette Geschichte.
Weil das ein Computerprogramm ist. Untereinander erkennen, sozusagen? Das ist, sobald er den Mund aufmacht, weiß ich. Das ist genau der Zustand, er merkt im ersten Moment, wenn einer Schwätzer ist oder kein Schwätzer ist. Wieso? Weil sobald er was sagt, dann ist es die Leere der Worte, die es verraten. Weil normalerweise ein relatives Ich hat, jedes Wort hat eine Ladung, so eine persönliche Ladung. Das ist jetzt einfach, er versucht sehr, sehr komplex. Das, was jetzt kommt, weiß er auch nicht. Für ihn ist die Stand, dass ein Wort leer ist. Das ist das, was ich euch sage, wenn du jetzt zum Beispiel an München denkst oder an deine Küche denkst, ist da noch nichts drin. Wenn du jetzt sagst, ich fahre jetzt heim. Übrigens, heim ist H-I-M, ist Hayom, ist das Meer. An was denkst du dann? Denkst du an dein Wohnort, an dein Haus, an den Küchenschrank? An die Bilder, die du hast, sind in einer ganz, ganz tiefen Ebene. Und das ist jetzt der Punkt, das Wort ist leer. Und ich sage jetzt die zwei Seiten, das ist in der Physik übrigens das Vakuum, die nennen wir hier ein Glas, Gall, ein Glasgefäß. Gall ist aber das geistige Licht rot geschrieben und blau ist eine Welle. Die Welle heißt, es ist ein Unterschied, es gibt ein Innen und ein Außen, könnte ich sagen. Und dann saugen sie die Luft, die Materie raus aus dem Glasgefäß. Es wird komplett ausgesaugt, dass da nichts mehr, dass kein einziges Atom mehr drin ist. Das ist die Leere. Und jetzt stellen die fest, dass das überhaupt nicht leer ist, das ist Feuerenergie, habe ich im Fickenstall etwas angesprochen. Und zwar bei genauer Beobachtung entspringen aus diesem Nichts, entspringen, das ist die sogenannte, wenn ihr mal euch anschaut, wird nicht nochmal wiederholen, Vakuumfluktuation, entspringen Teilchen und Antiteilchen. Aus dem Nichts entsteht ein Teilchen und ein Antiteilchen und fallen wieder in sich zusammen. Und jetzt kommt es, alle neuen Physikbücher wird ganz präzise in den Formeln beschrieben, wie die Wirklichkeit funktioniert. Das Problem ist bloß, dass die Schwätzer das nicht wissen, was das bedeutet, sondern die erklären dir das, was man ihnen in der Universität erklärt hat. Und die Lehrer, jetzt kannst du wieder zurückgehen, und es ist nichts anderes in der Tora. Ich habe so oft gesagt, wenn du wissen willst, was in der Bibel steht, dann gehst du natürlich zu einem Fachmann. Was meinst du, wie unterschiedlich das ist, was da drin steht, ob du zu einem Zeugen Jehovas gehst, zu einem Mormonen gehst, zu einem ultraorthodoxen Juden, zu einem katholischen Pfarrer, zu einem übrigens katholisch, ein schönes Wort, die römisch-katholische Kirche. Das lateinische Wort katholikos heißt das Ganze betreffend. Diese katholische Kirche haben schon Probleme mit den Protestanten. Sie entheiligen das Wort, drittes Gebot. Und das schmeißt dich in die Hölle. Wo es jetzt sehr spaßig sein kann, wenn du das bewusst machst. Und jetzt setzt bei dem Renz, dass er, es ist richtig, was er beschreibt, aber das, was jetzt kommt, alles mit Holofeeling öffnet, das ist wie wenn ich dir einen Jungen einen Computer gebe und der funktioniert ja, weil du es glaubst. Ich erkläre dir, wie er funktioniert. Ich habe schon gesagt, diese Flatliner, wenn du hier wieder ein Sterbeerlebnis hast, Kübler-Ross, all das ganze Zeug, ich sage, die haben alle recht, aber nur ein bisschen. Könnte ich jetzt viele Geschichten, persönliche Geschichten erzählen? Ich habe mein Udo-Leben, das ich mir jetzt ausdenke, habe ich das schon dreimal durch. Das ist jetzt ohne Witz, aber das habe ich schon, Insider wissen das, jetzt innerhalb der Geschichte. Und ich sage dann immer, wenn wir über Sterbeerlebnisse reden, über die Jenseitserfahrung, ich sage, das ist wie wenn du in der Theater reingehst, wenn du ins Jenseits kommst und da läuft gerade der David Copperfield Zaubershow. Und dann kommen die wieder zurück ins Diesseits und dann erzählen die, was die im Himmelreich alles erlebt haben. Ich sage, ihr wart nicht tief genug drin, ich war hinter der Bühne und ich weiß, wie die Tricks funktionieren. Gut. Was er damit meint, eine Meinung vertritt oder irgendetwas. Aber da, wo diese Meinung... Das ist eine Meinung, ist eigentlich deine bisherige Meinung. Ist keine Meinung, sondern eine Anderung. Weil alles, was du glaubst, was deine Meinung ist, ist dein Schwamminhalt. Du bist hundertprozentig sicher, dass das, was du glaubst, was dir logisch erscheint, richtig ist und dass das deine Meinung ist. Aber du konntest dir deinen Schwamminhalt nicht raussuchen. Wie war das nochmal am Anfang? Ich sage mir nicht mehr, Leute... Und diese Leute an den Tisch unterschiedlicher glauben und ich erzähle ihnen das ein Beispiel und das Schwammbeispiel. Und wenn du diese zwei Beispiele wirklich verstanden hast, dann wirst du feststellen, dass es keinen Sinn mehr macht, über irgendwelche Glauben oder einseitigen Meinungen zu diskutieren. In Almena habe ich gesagt, ich diskutiere nicht, die Diskussion ist ein Kampf um einen Standpunkt. Denk an die Tasse. Ich führe jetzt einen Monolog, ein Selbstgespräch. Wen erzähle ich das eigentlich? Ein Teil von mir selber.
Das spielt sich aber erst im roten Bereich ab, weil ich nicht so blöd bin, wenn ich jetzt glaube, ich bin der Udo, meiner rechten Hand zu erzählen zu wollen, dass ich sie in Bewegung setze. Sie wird es eh nicht verstehen. Es geht, Geist verstehen beginnt erst in dem roten Bereich, der eigentlich nicht gedacht werden kann. Darum weise ich dich immer wieder darauf hin, dass du etwas bist, das nicht in der Lage ist, sich in irgendeiner Form in Erscheinung treten zu lassen, ohne sich, ohne dass du dich von, zu einer Facette von dir selbst machst. Nicht, ich brauche ganz, ich habe einen Defekt. Mein C-Glas, kommst du ganz kurz? Entweder ist die andere Seite, ich stelle es einmal dahin. Und jetzt gehe ich nochmal ganz kurz zu dem Who is the Sky? Wir haben hier, in deiner Logik sage ich, du hast zwei Lungen. Okay, zwei Lungen. Und jetzt ist es, dass hier das Spiel, dass du meinst, da ist Luft drin, du bläst außen den Ball auf. B-All heißt in Gott. Interessant, B-All. Den Ball, den der aufbläst, ist in Gott. Und das sind deine Vorstellungen, deine Darstellungen, deine Spiegelungen. Rea, Hebräisch heißt auch schauen und Lunge. Das ist immer deutsch-hebräisch, das ist untrennbar. Ich sage immer die Vatersprache, wie ich das nenne. Du brauchst das Deutsch zum Deuten. Weiß nochmal darauf hin, dass in allen Sprachen deiner ausgedachten Welt Deutschland Gottesland heißt. In allen Sprachen deiner Welt. Deus, Theos, Griechisch, Lateinisch, Arabisch, Alemannien, Allah. Die Allah-Männer, Alemannien, bisschen Fantasie haben. Das müssen selbst Juden akzeptieren. Gibt es einen jüdischen Sprachforscher, der hier sagt, ob uns das passt oder nicht, wo wir meinen, das sind die Feinde. Das ist immer das Umdrehen, das ist materialistisches Wissen. Ich will nochmal hier verweisen drauf, auf die ersten zwei Fiegenstall-Vorträge, wo ich viele, viele Beispiele mit meinem Professor Lesch und so weiter, alles, was du dich informiert hast, es ist egal, wenn er den Mund aufmacht. Egal, was der sagt, ich sage dir genau, welche Internetseite er anschaut, die er verwirklicht. Ob jetzt das Verschwörungstheoretiker sind, wo haben die ihr Wissen her? Die plappern Internetseiten auf ihren Computer noch. Oder offizielle Seiten von ihren Computern noch. Was ist eigentlich der Unterschied? Es ist ein riesengroßer Unterschied, wenn du eine dieser verschiedenen Sichtweisen absolut setzt und dir hundertprozentig sicher bist, dass das da außen richtig ist. Wie oft habe ich in den letzten Selbstgesprächen gesagt, wurde jetzt Jesus gekreuzigt oder wurde nicht gekreuzigt? Das sind jetzt erst einmal zwei Probleme. Einseitigkeit. Die wollen einseitig sein. Das ist dieses, es gibt in einer Polarität, in der, es gibt keinen Wellenberg ohne einen Wellendal. Hat man die jetzt in Jugendjahren in einem Schwamminhalt, ist in einem Schwamminhalt das Christentum drin oder die Moslems? Waren die jetzt auf dem Mond oder waren die nicht auf dem Mond? Die Synthese ist, es gibt da oben gar keinen Mond. Puff. Das wird Arithmetik. Wir können dann übrigens Zahlen einsetzen und zum Rechnen anfangen. Das ist in Holo, Physik im Nullpunkt Gottes und so weiter. Das sind da zig physikalische Formeln, wo ich dir zeige, wo man die arithmetisch sieht. Das Hauptproblem, so jetzt zum Meter, das studiert in Mathematik, das ist aber schon lange her, ne? Wie das erste Mal war. Das ist die Wurzel. Das ist in der Einstein-Formel, ich habe es angesprochen, der Wurzelbegriff, das was hier praktisch am Schluss, diese Kurve ist genau übrigens exakt. Ihr wisst, was ich meine, die Bevölkerungsexplosion. Diese Kurve ist exakt die Kurve, wenn du in das Physikbuch reingehst und schaust, wie hier die Zeit zusammenschrumpft und so weiter und die Zeit, Entschuldigung, unendlich wird und der Raum zusammenschrumpft, wenn du in die Nähe der Lichtgeschwindigkeit kommst. Stimmt? Das ist genau die Kurve. Bei Lichtgeschwindigkeit gibt es keinen Raum und keine Zeit mehr. Das ist, der Raum fällt in einem Punkt zusammen in Gott. Das ist all die Implosion, im. Implosion und die Zeit wird unendlich. Das heißt, bei Lichtgeschwindigkeit ist alles hier. Das ist das rot geschriebene hier. Und ich habe euch schon gesagt, hier die Vorsilbe, das Präfix, hier im Griechischen heißt Gott göttlich, die Hieroglyphen, die Hierarchie, das ist hier. Ein blaues hier ist Bleinfeld. Das denken wir uns jetzt aus. Ich denke mir jetzt Zürich aus, ich denke mir Wien aus, ich denke mir Weißenburg aus, Hamburg. Ist alles hier. Im Roten hier, aus dem Roten hier entspringt ein blaues hier. Es kann aber immer nur hier sein. Jetzt denke ich mir 2000 Jahre vor Christus, das denke ich jetzt. Und jetzt denke ich mir 2016, denke ich mir jetzt. Ich mache ein Zeitfenster vor mich auf. Ich denke es aber beides jetzt.
Das ist das Rote jetzt. Nochmal bei Lichtgeschwindigkeit. Geschin, Wind. Geistiger Logos, Wind heißt Ruach, ist der Geist, das heißt auch die vier Himmelsrichtungen, das ist die 1-4er-Struktur. Viele haben jetzt Fragezeichen auf dem Gesicht und andere lächeln. Alter. Schnee von gestern. Vorsichtigkeit ist, wo einfach das Wort kommt ohne eine Meinung, also ohne ein Ziel, also einfach leer ist in seiner, dann ist das, kommt es aus der, wo keine eine Intention Sex, hat. Mach mal Hose, rutsch mal runter. Also mit und ohne Intention, das kann man durch das Wort spüren. Also ob da ein Lehrer ist, der dem anderen was beibringen will, oder ob einfach nur Unterhaltung ist. Also leere Worte, die dann einfach nur Freude der Unterhaltung sind. Und nicht mehr dem anderen sagen will, ich bin besser als du oder ich weiß mehr als du oder da gibt es keinen Wettkampf mehr. Es gibt keinen Kampf mehr, weil es ist unser Wissen. Und jeder hat kleine Facetten davon und mir dein das. Ich weiß was, ich sehe was du nicht siehst. Und du siehst offensichtlich und weißt was ich nicht weiß. Lass uns zusammensetzen. Das sind die zwei an der Tasse, die geistreich sind, wenn ich sage, der Henkel ist rechts und der andere sagt, der Henkel ist links. Oder ich sage, das Ding hat keinen Henkel und der andere sagt dir, das Ding hat einen Henkel. Na so, offensichtlich siehst du was ich jetzt nicht sehe. Lass uns zusammensetzen und lass uns Gedanken darüber machen, was wir jetzt gemeinsam anschauen. Weil wir wissen, das sind Facetten von etwas Höherwertigen. Das ist Holo-Feeling. Und jetzt merkst du wieder die Geistlosigkeit, schalt dann Fernsehen ein, schau dir die Pixelmännchen an, Fernsehdiskussionen über Thema Syrienkrise, dieses und jenes. Und du wirst merken, wenn du dich selber beobachtest, beim Beobachten einer Diskussion, dass du bei manchen Aussagen innerlich Beifall klatscht und bei anderen kriegst so einen Hals, weil du sagst, was ist das für ein Arsch? Das heißt, wenn du ich bist, hat jeder recht. Wenn du das ein Beispiel verstanden hast und wenn ich mich jetzt selbst beobachte, was meint ihr, was ich für einen Spaß mit Manudo habe? Den will ich aber nicht verändern. Schön ist es, ein Clown zu sein. Gut, den lassen wir jetzt gut sein, das reicht. Und jetzt mache ich einen Sprung in eine ganz andere. Einer, der wie Gott ist. Jetzt passt du mal genau auf. Ich habe das schon mal reingestellt. Wenn er kommt. Nicht verfügbar. Ja, passt einmal frei. Schaut hin. Wir haben wieder dasselbe Problem, die waren nämlich gespannt. Jetzt sind die, den hat es auch rausgehauen. Warum habe ich jetzt keine Webseite? Ich habe doch Internet verbunden. Meinst du, das hilft was? Wir wollen doch Pause machen, oder? Da reparieren wir das derweil.